Wir leben auf einem Planeten des Wassers. Wasser betört unsere Sinne. Ohne Wasser kein Leben. Es gibt Regionen auf der Welt, die zeigen, wie wir in Zukunft besser mit Wasser umgehen können. Sie ist schon lange kein Fluss mehr. Vor mehr als 100 Jahren wurden die Emscher und ihre Zuflüsse zu einem offenen Kanalnetz umgebaut, in das sich die Abwässer des Ruhrgebiets ergießen. Die Emscher ist vermutlich der einzige Fluss der Welt, der kurz vor seiner Mündung komplett in eine Kläranlage fließt. Doch wirklich sauber ist das Wasser, das bei Duisburg in den Rhein mündet, nicht. Bei den Anwohnern der Emscher regte sich schon früh Widerstand. Heute feiert die Bürgerinitiative Menschen an der Emscher ihr 30-jähriges Bestehen. Ende der 80er Jahre haben sie sich zusammengetan, um gegen den Gestank des Abwasserkanals zu protestieren. Emscher, schwarzer Fluss auf immer. Das war zu dem Zeitpunkt für uns nicht mehr akzeptabel, weil man rundherum in anderen Regionen ja gesehen hat, man geht da anders um mit Wasser, man hat dort Kläranlagen, die wir hier schlicht und einfach vermisst haben. Na? Zunächst sind es nur ein paar Nachbarn, die in Castrop-Rauxel auf die Straße gehen, um Mitstreiter zu finden, die dafür kämpfen, dass die Emscher sauberer wird. Ihre Strategie ist einfach und direkt. Da haben wir dann auch Wasserproben gemacht und haben die mal analysieren lassen, ne, und konnten dann den Leuten auch erzählen, was da so wirklich drin ist, ne, an Schadstoffen oder sowas, Giften, die krebserregend sind und diese ganze Geschichte. Ne. Das waren so die Aktionen, die wir dann mal gemacht haben. Und dann eben die Presse immer dabei, das war immer klasse gewesen. Also die haben uns ziemlich unterstützt. Die Proteste zeigen Wirkung. 2009 fällt der Startschuss zum Bau eines riesigen unterirdischen Kanals, der die Emscher von der Abwasserlast befreien soll. Doch wie können in diesem dicht besiedelten Gebiet nachträglich dicke Rohre unter die Erde gebracht werden? Die Lösung kommt, wie im Ruhrgebiet nicht anders zu erwarten, aus dem Bergbau. 30 Meter tiefe Schächte werden angelegt. Sie machen es möglich, Abwasserrohre Stück für Stück unter die Erde zu schieben. Rohrteile werden mit der Lore durch einen bereits fertigen Abschnitt des neuen Abwasserkanals dorthin transportiert, wo sie montiert werden sollen. Ihr Ziel liegt 10 Kilometer entfernt, tief unter dem Ruhrgebiet. Hier werden die neuen Abwasserrohre zusammengesetzt. Aus Einzelteilen entsteht peu à peu ein neues Abwassersystem auf insgesamt 350 Kilometern Länge. Doch bevor die Emscher frei von Abwasser durch die Region fließen kann, müssen die neuen Rohre erst noch an Kläranlagen angeschlossen werden. Im Emscher-Gebiet werden es am Ende 5 Kläranlagen sein, die das Schmutzwasser von 2,2 Millionen Einwohnern, Industrie und Gewerbe reinigen. Das alte Klärwerk, durch das jetzt noch die Emscher fließt, wird auf neue Aufgaben vorbereitet. Schon bald wird hier nicht mehr das Emscherwasser gereinigt, sondern das Abwasser aus den unterirdischen Abwasserrohren. Aus dem organischen Abfall der Kläranlage wird in diesen Türmen Faulgas produziert, das der Erzeugung von Strom und Erdgas dient. Auch das ein Schritt in die Zukunft. Lange glaubte niemand, dass in der Emscher etwas überlebt haben könnte, außer Bakterien. Der Fischexperte Robert Donoso-Büchner war anderer Meinung.
und sucht bis heute in den kleineren Zuflüssen nach Lebenszeichen. Seine Hoffnung baut auf ein Messgerät, das ihm die Wasserqualität anzeigt. Offenbar gibt es Abschnitte, die weniger verschmutzt sind als andere. Einer der Bäche mit einer besseren Wasserqualität ist die Boye. An ihrem Unterlauf, kurz vor der Mündung in die Emscher, ist sie mit Abwasser verseucht. Doch oberhalb der Einleitungen lohnt es sich, genauer hinzusehen. Nach vielen Fehlschlägen macht Robert Donoso Büchner eine sensationelle Entdeckung. Ein lebender Fisch, eine Groppe. Die Wasserwerte, die ich analysiert hatte, die hatten eigentlich darauf hingewiesen, dass hier nichts vorkommen kann. Das wiederum haben die Fische, glaube ich, nicht gelesen. Die kommen trotzdem hier vor. Und das hat mich sehr verwundert. Die Groppe wird bis zu 16 cm lang. Sie hält sich am liebsten am Boden auf, wo sie sich von Insektenlarven ernährt. In schmutzigem Wasser kann die Groppe nur dort überleben, wo sie mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird. Wird sie in Zukunft an der Emscher wieder eine Chance haben? In Castrop-Rauxel startet die Bürgerinitiative Menschen an der Emscher eine Radtour, um den Umbau des Abwasserkanals in einen naturnahen Fluss hautnah mitzuerleben. In Dortmund-Mengede haben Ingenieure eine Stauanlage gebaut, die die tiefer gelegene Umgebung vor den Fluten der Emscher bei Hochwasser schützt. Die neu entstandene Pufferzone aus Schilf und Wiesen hat eine Größe von 46 Fußballfeldern. Bei Hochwasser kann die Emscher über die Stauanlage reguliert werden. Ein Fortschritt für die Anwohner. Es waren ja früher, ich sag mal, in kurzen Abständen hier die Siedlungen teilweise bis zur dritten, vierten Kellertreppe, Keller, überschwemmt. Und das hat sich im Zuge der Zeit dann normalisiert. Erstens wurden Pumpwerke gebaut und jetzt im Nachgang noch, im Zuge der Renaturierung und Umstrukturierung, eben dieses Regenrückhaltebecken auch. Es ist einfach für mich ein Traum. Es ist ein Traum, wie sich das entwickelt hat. Von dem neuen Rückhaltebecken für Regenwasser profitieren nicht nur Menschen. Das Feuchtgebiet lockt seltene Vögel wie den Kiebitz. Dass er zur Brutsaison das Ruhrgebiet besucht, ist für Vogelfreunde eine Sensation. Auch Graureiher finden in diesem Teil der Emscher frische Nahrung. Wie auch Bäche zu neuem Leben erwachen, wenn sie erst von ihren alten Betonschalen befreit sind, zeigt sich an vielen Zuflüssen der Emscher. Bislang haben schon 40% von ihnen ein deutlich frischeres Gesicht. Doch der Umbau des Emscher Hauptlaufs steht noch aus. Bevor auch die Emscher selbst zu einem natürlichen Gewässer werden kann, müssen noch physikalische Fragen geklärt werden. Wie verhält sich die Strömung, wenn der Kanal aus seinem Betonbett befreit wird? Ein Praxistest soll zeigen, ob sich das Wasser so verhält wie im Modellversuch. Hier werden die letzten verdreckten Ablagerungen ausgebaggert, nachdem die alte Betonsohle entfernt wurde. Stück für Stück arbeiten sich die Bagger bis zur 50 Kilometer entfernten Mündung vor und sorgen dafür, dass die Emscher sich entfalten kann. Der Umbau verändert nicht nur die Emscher. Ganze Stadtteile bekommen ein neues Gesicht, wie hier in Dortmund. Wo noch vor wenigen Jahren ein schmutziges Stahlwerk stand, befindet sich heute ein riesiger See. Die renaturierte Emscher schlängelt sich am Ufer des Phönixsees entlang, wo rund 2000 schicke Wohnungen entstanden sind. Junge Groppen, die in einem Emscher Zufluss gefangen wurden, dürfen sich auf einen sauberen Lebensraum freuen. Genau hier.
Die Biologen Bernd Stemmer und Mario Sommerhäuser setzen sie mitten in Dortmund in einem renaturierten Bach aus. Ganz langsam. Ja, dann macht's mal gut. Ja, jetzt auf geht's. Ja. Ah, da hinten, wunderbar, ganz viele. Die Biologen sind zuversichtlich, dass sich die Groppen hier vermehren können. Die ersten besetzen sofort ihr neues Revier und verteidigen es unnachgiebig gegen Konkurrenten. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis sie nach kleineren Zuflüssen auch die Emscher selbst erobern können. Bis 2020 soll die Emscher auf ihrer ganzen Länge zu einem sauberen Gewässer für Fische werden. Doch noch gibt es an der Mündung in den Rhein ein unüberwindbares Hindernis. Ein Wehr verhindert, dass Fische von der Emscher in den Rhein schwimmen können. Oder umgekehrt. In Zukunft sollen sie es leichter haben. Meter von der jetzigen Mündung entfernt haben Ingenieure und Biologen eine mehr als 20 Hektar große Auenlandschaft geplant. Der Umbau eines offenen Abwasserkanals zu einem naturnahen Gewässer ist weltweit einzigartig. Das Ruhrgebiet hat das schmutzige Zeitalter der Schwerindustrie hinter sich gelassen und bricht auf in eine neue Zukunft.